this. You proved that whatever these hellstorms are, they can be shut down. There's another one forming over a resistance black site in Sardinia. Our chief occultist, Ephraim Schweiger, is on the ground gathering data. But we just lost radio over the whole region. Get in there, secure Schweiger's intel, and then stop that hellstorm. You're too late. Schweiger and his team have left for the base. He said they had to go immediately in order to prepare for the hellstorm. Claim the damn boat. This is as fast as we could get here. I tried to make him wait. I told him this whole place is swarming with dead. They'll eat you alive. But he wouldn't listen. Servus Leute und ein herzliches Willkommen bei Hirschhalb in der Vikingschmiede. Und ja, heute machen wir mal wieder weiter mit der Zombie Army 4 Reihe. Und ja, jetzt müssen wir uns auf den Weg machen und auf die Suche nach Dr. Schweigert. Und ja, ich bin mal gespannt, was uns heute noch so erwartet. Und ja, dann würde ich mal sagen, dann legen wir mal los hier und dann gucken wir mal, wo der Dr. Schweigert so hinmarschiert ist. Und ja, ich habe jetzt einfach mal wieder gedacht, ich packe für euch mal wieder die Zombie Army 4 Reihe aus. Und ich habe das Große und Ganze, habe ich das Spiel ein wenig ruhen lassen. Weil ich habe das ja davor, habe ich ja das wirklich mit meinem... Mit meinem alten Rechner aufgenommen. Und ja, da irgendwann bin ich dann wirklich mit meinem alten Rechner an die Grenzleistung gekommen. Und... Dann habe ich dann irgendwann gesagt, ich muss das Spiel wegen der Ruhe lassen. Weil das Spiel da hat halt wirklich schon meinen alten Rechner gefordert. Und ja, im Großen und Ganzen, jetzt habe ich ja mein neuer Rechner schon seit fast jetzt ein bisschen länger wie ihr halbes Jahr. Und im Großen und Ganzen muss ich echt sagen, ich bin echt wirklich mit dem Rechner zufrieden, was ich da mit meinem Cousin zusammengebaut habe. Gut, er hat jetzt halt am Anfang hat er halt so wegen leichte Probleme gehabt. Dass am Anfang, ja, da habe ich das Problem gehabt, dass irgendwie einer von meinen zwei RAM-Bänke irgendwie der Geistaufgabe hat. Got another way to get to the base. Schweiger's plan was to head in through a side path in the forest. There should be a trail for you to follow. Das war dann halt schon ein wenig ärgerlich. Aber es hat sich im Endeffekt da herausgestellt, die Rambank oder die Rambank, wo der kaputt gegangen ist, das war halt ein Produktionsfehler. Und da muss ich ja echt sagen, da hat nur die Firma innerhalb von weniger wie zwei Tagen war da vorne der neue Rambank da. Da muss ich echt sagen, dass da war der Hersteller echt ruckzuck unterwegs, bis ich da angerufen habe. Und habe gesagt, hey, du, ich brauche da zwei neue RAM-Bänke. Und dann hat er gemerkt, ja, das groß und ganze müsste man dann eine Woche drauf warten. Und da habe ich zum gesagt, du, ja, ich brauche sie aber sehr dringend. Und ja, da hat der Hersteller wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt damals. Und die wirklich innerhalb von weniger wie drei Tage oder zwei Tage waren auf einmal die Rambank bei mir im Briefkasten. Und ich habe mir da gefreut wie so ein Schneekönig. Wo dann nach zwei Tagen wirklich die Rambank da bei mir im Briefkasten drin gelegen sind. Aber jetzt im Großen und Ganzen muss ich echt sagen, der Rechner, der schnurrt wie ein Kätzle da hat. Und dann habe ich dann einfach gesagt, hätte ich. Ich packe jetzt einfach mal wieder.
mal wieder die Zombie Army 4 Reihe aus und gucke mal, was da der Rechner so sagt. Aber im Großen und Ganzen, ja, aber echt wirklich nichts sage. Also ich nehme da ziemlich mit einer hohen Auflösung ja jetzt mittlerweile schon auf, und im Großen und Ganzen muss ich echt dazu sagen, also der Rechner der Hanak, ich kann euch jetzt mal schön mal so grob mal die Daten sagen, also meine CPU-Auslastung, die hofft gerade mal erst bei 1,4% rum. Und ja, von der Grafikkarte ist vielleicht höchstens vielleicht 20% ausgelastet oder so. Also ich muss echt sagen, da hat mein Cousin echt sauberes Geschäft geliefert. Oh, Schreihals. Oh, mehrere Schreihälse. Ich habe schon von Anfang an gesagt, wenn ich mir einen Rechner hole, dann kommt man auf jeden Fall was Gescheites her. Also ein Standard, zum Standardrechner, da kommst du echt wirklich mit, wenn du wirklich YouTube-Videos machen willst oder schneidet musst, du kommst zwar wirklich mit einem Standardrechner echt wirklich nicht echt weit, weil der andere war ja im Prinzip ja eigentlich auch ein Standardrechner von der Stange. Aber du hast dann halt wirklich echt schnell gemerkt, dass du, wenn du einen Standardrechner hast, zum Teil wirklich an gleich ruckzuck eigentlich wirklich an die Grenze kommst. Und dann war halt für mich im Prinzip im Endeffekt auch klar, dass halt mir kein Standard-PC herkommt. Dann wollte ich schon wirklich was Eiges, Konzipiertes, extra speziell für YouTube-Videos machen und schneide, aufnehmen und bearbeite. Da wollte ich dann schon irgendwie dann im Prinzip was Spezielles. Und ja, so wie es aussieht, geht es ja nicht der Controller leer. Das ist auch wieder der perfekte Zeitpunkt gerade wieder. Und Granate. Jetzt rollen aber die Köpfe hier. Ah ja. Seitdem. Aber groß im Ganzen ist es halt einfach wirklich, wenn du dann irgendwann selber überlegst, du willst mit YouTube anfangen, also da kann ich dir echt wirklich ans Herz legen, dass du auf jeden Fall guckst, dass du einen gescheiten Rechner hast. Weil du, klar, du wirst auch noch mit einem Standardrechner wirst du natürlich auch deine Freude haben, aber irgendwann wirst du halt wirklich an den Punkt kommen, wo du dann merkst, oh hoppala, ich werde da halt nicht glücklich mit dem Rechner, und dann wirst du wahrscheinlich dann dementsprechend in der Arsch beißen, wenn du dann einen Rechner hast, wo ja erstens nur mal Geld ausgeben musst. Dann kann ich dir wirklich bloß ins Herz legen, dass du dann gleich selber irgendwas konzipierst oder konzipieren lassen musst, wenn du, falls da mit jemand an der Hand hast. Ist dann wirklich so ein kleiner Tipp von mir. So, ich habe natürlich auch wirklich echt das Glück gehabt, dass mein Cousin zum Beispiel das hauptberuflich machen tut und allgemein hauptberuflich PC richtet tut. Da habe ich schon dementsprechend auch Glück gehabt, dass ich da jemand so in der Family habe, wo da wirklich so eine Technik am PC sich auskennt. Und das ist auch schon ein Haufen wert. Also waren das jetzt zwei Stück mit einer Kugel? Auch nicht schlecht. Ja.
Und in der Hände von Kiste. Okay. Jetzt läuft's aber hier. Noch, bist du gesagt, noch. Target down. Und ja, im Endeffekt, wenn ihr mal wollt oder so, dass ich mal so ein kleines Video oder so ein Video mache, wie praktisch, wie eigentlich so ein Let's Play entsteht, dann kannst du mir das auch ruhig gerne mal unter die Kommentare schreiben und einfach mal drunter schreiben, ob dich das interessieren würde. Wenn ich euch mal das so zeige, wie eigentlich mal so Let's Play entsteht, dann werde ich euch mal da dann so ein Video machen, wenn Interesse besteht. Dann kann man das mal mit einplanen. Weil im Endeffekt, ich sag mal meistens grundsätzlich immer, weil eure Meinung, die ist mir, da lege ich echt wirklich sehr viel Wert drauf und das ist. Also im Prinzip eure Meinung, die Bruno, wird genauso gewogen wie Gold. Weil im Endeffekt ihr seid ja wirklich wirklich das Beste, was ihr draußen wollt. Oder was ihr wollt, besser gesagt, sehr wollt oder auch was ich ändern kann. Und das ist halt, wie gesagt, das ist halt immer ein Haufen wert, wenn man miteinander reden tut. Ammo depleted. Ein großes und Ganze, ja, mir ist halt einfach wichtig, falls ihr irgendwelche Vorschläge habt oder ihr habt irgendwelche Wünsche, wenn ihr zum Beispiel jetzt sagt, du Herr, ich möchte mal gerne wissen, wie du also wie bei dir praktisch die Let's Plays entstehen, dann kannst du das ruhig gerne in die Kommentare drunter schreiben und dann werde ich auf jeden Fall mal so ein Video drüber machen. Werde ich natürlich auch sehr gern drüber machen, dann wenn Interesse besteht. Da kann ich mal so euch einen kleinen Einblick zeigen, dass manchmal YouTube oder Let's Plays machen manchmal gar nicht so einfach ist und dass da im Großen und Ganzen die Let's Plays eigentlich ja schnell aufgenommen sind. Die meiste Arbeit steckt halt wirklich, wie gesagt, in Video schneider und bearbeiter drin. Und ja. Im Großen und Ganzen jetzt machen wir uns mal weiter auf die Suche von Dr. Schneider oder Schweiger. Schneider Schweiger. Ja. Und dann gucken wir mal, wie es da alles so weitergeht. Okay, ich glaube, das wird noch ein längerer Prozess. Ja, dann im Großen und Ganzen, dann machen wir für jetzt den Schluss da, Hanne. Und dann sieht man sich bei der nächsten Folge wieder. Und ja, im Großen und Ganzen, bis dahin, bleibt gesund, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander.